So, dann machen wir jetzt mal weiter. Aber bevor ich hier zu den Dinos gehe, habe ich mir mal überlegt, gehe ich wieder ein paar Stockwerke höher, um genauer zu sein. 1, 2, 3. Und gehe mal hier in die Fighters Challenge rein. Weil ich habe. Und guck mal, wie gut ich die schaffe. Jetzt muss ich erstmal wieder den Weg zurückfinden. So. Da ich kapiert habe, wie das mit dem Teleportieren ist, dürfte das auch relativ leicht gehen. So. Dann können wir nämlich auch das Schwert von Nox mal an irgendeinem Ort zurücklassen. Und auch mal ein paar Ressourcen verballern. Darum. Ja, hier können wir den Dismantler mal zurücklassen. So, den brauchen wir nämlich eh nicht. Wirklich. Und gehen hier mal hoch. So. Sind wir wieder hier. Hier sind wir ja schnell eigentlich durch. Klicken vorher mal kurz den blauen Kristall hier an zum Speichern. So, und gehen dann mal hier hoch. Und hier müssen wir hier rum. Jupp. Das war falsch. Oder nee, doch, das war richtig. Hier lang. Nämlich wieder hier durch. Wir stürzen ab, das macht uns aber nichts aus. Also kommen wir auch auf die andere Seite. Und ich habe wieder eine Spinne gehört hinter uns. So, jetzt geht's. Hier erstmal zurück. Ja. Hier rein sind wir wieder dort. Noch ein blauer Kristall zum Anklicken. Und ich bin mal gespannt, wie die Fighters Challenge eigentlich geändert wurde. Ob die auch großartig anders ist nun. Hier durch in die Maze of Shadows, da kürzen wir einfach mal ab. Und hier hoch. Ja, ging verhältnismäßig schnell hier durchzukommen. Die Tür ist geschlossen. Die könnten wir von der Seite aber öffnen wieder. Das Secret haben wir ja gefunden. Auch wenn es nicht so toll war. Hier durch den Teleporter. Nächsten blauen Kristall anklicken, dass wir nicht den ganzen Weg nochmal laufen müssen, falls wir das die Fighters Challenge beim ersten Mal nicht schaffen. Und da müssen wir, glaube ich, ja, richtig. Hier rum. Da den Krabben Hallo sagen. Nein. Fast. Hier rum und darunter. Und da geht auch schon die Tür zur Fighters Challenge auf. So. Er kann erstmal was essen. Lustig, das Laufen hat, wie es aussieht, einen Haufen Nahrung verbraucht, aber egal. So, sie hat den Frostzauber vorbereitet. Sie sammelt die Frostbomben ein. Das Licht vom Orben muss uns in dem Fall reichen. Und er schluckt dann die Speed Potion. Kann ich noch eine herstellen? Mal sehen, ob ich noch weiß, was man dafür braucht. Dafür müsste man, glaube ich, Mana-Pflanze und Milkweed brauchen. Genau. Ah, ich hab's noch gewusst. So.
Dann würde ich mal sagen, Schluck, Schluck, los geht's. Oh, die Feister-Challenge hat sich aber gut geändert. Okay, da ist meine Magierin ausgefallen. Okay, es ist machbar. Trinken, trinken. Weiter draufhauen, jetzt in Bewegung bleiben. Oder auch nicht. Die einfrieren. So. Jetzt habe ich in Bewegung bleiben. Okay, das sind ziemlich, ziemlich viele. Ich will in die Richtung vorwärts. Habe ich jetzt kurz eine Ruhepause? Ja, habe ich ganz kurz. Flucht, Flucht, Flucht. Haben wir es geschafft? Ich glaub's nicht, wir haben's geschafft. Wir haben die Fighters Challenge geschafft. Goldener Schlüssel. Den wir da brauchen werden. Aber ansonsten haben wir es geschafft. Eieiei. Und ja, wir sind auf Ebene 1 gelandet. Giftbombe, Feuerbombe. Und jetzt hat sie wieder richtig viel Platz. Hallo. Secret was? Das ist nicht der Preis für dich. Das ist, es gibt noch eine andere Wahl. Assassin's Dagger. Nix, nix, nix. Du kannst mich auch mal gern haben. Ich will jetzt erst einmal hier raus und speichern. Denn das, was da gerade gekommen ist, sah nicht schön aus. Aber kurz bei den Assassin's Dagger. Attack Power ist besser. Accuracy plus 10. Life Leech. Ja, das lasse ich mir doch mal gefallen. Aber jetzt erst einmal hier. Also die neue Fighters Challenge ist ja noch heftiger als die alte. Jetzt wollen wir aber da wieder zurück, weil habe ich da gerade ein Feuerelementar gesehen? Ja, dich da genau. Hilfe. Ach nö.
Das ist jetzt irgendwie blöd. Ah, aber so, jetzt ist er tot. Das ist aber auch eine seltsame Sache. Wenn ich das jetzt hier wieder drauf tue... Nö, passiert nichts. Ich dachte, dann geht die Wand wieder runter. Okay. Nein, halt. Wir müssen darum mal wieder den Raum hinter uns lassen. Und hier runter. Und hier mal kurz ausruhen. So. Dann können wir noch mal hier reingucken. Zu den Ogern. Und den giftigen Pilzen. Das sind auf jeden Fall zwei Oger. Die schnell weg müssen. Oder erstmal die Pilze loswerden. Okay. Das könnte jetzt noch wieder lustig werden. Vor allem, wenn wir von zwei Pilzen und einem Oger flankiert werden. Oh, ups. Da wollte ich nicht hin. Sind da drei Oger etwa? Ja, da sind drei Oger. Und nein, hier hinten will ich mich nicht flankieren lassen. Wenn ich gerade in meinen eigenen... Ah, jetzt steht da ein Oberteleporter. Und das war meine Magierin. Das ist nicht so gut. Hier steht da schon wieder ein Oberteleporter. Ah. Okay, zum Glück heilen sich Gegner nicht. Und sie ist fast tot. Unschön, unschön. Zum Glück heilen sich Gegner nicht, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Also ja, die neue Fighters Challenge ist anspruchsvoll. Und ja, ich will die jetzt schaffen. Ich glaube, ich krieg das hin gegen drei Oger und... Was haben wir hier eigentlich? Feuerbomben. Den können wir mal da liegen lassen. Die Gruppe hat Hunger. Und sie müsste auch langsam Hunger kriegen. So. Kriegt sie auch was zu essen? Und dann geht es wieder hier rum, darum, runter. Vielleicht haben wir ja Glück und waren nicht in einem Oger drin. Wow. Okay, das war das. Der erste. Aua. Das war nichts. Das war auch schlecht. Aber jetzt sind wenigstens zwei von den Ogern da hinten. Und der zweite Pilz ist weg. Jetzt sind es nur noch drei Oger. Backstep. Ja. Da stimmt einer an. Und dann korten wir uns mal kurz zurück. Okay. Neuer Plan. Was wir jetzt erst einmal machen müssen. Auch wenn sie das total überlädt, jetzt erst einmal. Heiltränke. Einen für sich selber. Er hat noch einen, also braucht er nur einen.
Dann 2 für ihn. Und einen für meine Schurkin. Und am besten noch mal einen für ihn hier. Da hat er 3 Stück. Er hat 2, sie hat eine, sie hat eine. So. Sonst noch irgendwas? Jetzt gebe ich hier mal... Nee, das Feuerschwert. Das hier benutzen wir nachher gegen die Dinos. Das ist eine gute Idee. Aber gut, bevor wir jetzt hier weitermachen in der Fighters Challenge, speichere ich erst einmal, da ich ja jetzt so weit gekommen bin. Und dann machen wir in der nächsten Folge damit weiter.